Mobbing hat viele Gesichter. Manchmal ist es körperliche Gewalt, manchmal wird jemand psychisch fertig gemacht. Und als Grund kann scheinbar alles herhalten. Die Ursache liegt aber fast nie bei der gemobbten Person. Nein, die Probleme liegen bei den Täterinnen und Tätern. Langeweile, Unsicherheit, Gruppendruck. Für die Betroffenen ist Mobbing eine extreme Belastung. Und ja, viele suchen die Schuld zunächst bei sich selbst. Doch die Schuld liegt bei denen, die mobben und bei denen, die zuschauen und nichts dagegen tun. Mobbing hört erst auf, wenn es aufgedeckt und diskutiert wird. Wenn also du selber oder jemand in deinem Umfeld immer wieder schikaniert wird, handle. Informiere Lehrkräfte, Eltern, die Schulsozialarbeit oder uns von 147. Wir sind für dich da. Immer vertraulich kostenlos.